Und ich möchte noch mit was beginnen, worüber wir gestern Abend dann beim Interview schon gesprochen haben. Ich hatte die Möglichkeit, mehrere Jahre in den USA zu coachen auf dem Division 3 Level und war zum einen Positionscoach, war dann Special Teams Coordinator und hatte die Möglichkeit, sag ich mal, in der ganzen Saison da auch mitzumachen. Und eins, was viele hier nicht wissen, denke ich, wenn ich als Botschafter darüber gehe und sage, wie Football hier in Europa ist, dass wir alle arbeiten, dass die Spieler alle arbeiten, dass die Spieler von 1, 2, 3 Stunden zum Training fahren, nachdem sie gearbeitet haben, daheim Kinder haben und dabei nichts verdienen. Ja, sagen die, warum macht ihr das? Und für mich, oder was bezeichnend für mich war, man, they gotta be tough sons of bitches. And yeah, they are. Und ich möchte, dass wir das hier in Deutschland nicht vergessen. Es ist toll, wenn wir uns mit den Größten messen und es gibt auch keine Abkürzung zum Erfolg. Aber jedes Commitment, was unsere Spieler reinstecken, was unsere Coaches reinstecken, kann sich darüber auch niemand vorstellen, dass ein Coach hier ein Wochenende sich reinhockt und dafür dann noch bezahlt dementsprechend. Und vergesst es nicht bei euren Coaches und auch nicht bei euren Spielern. Das Commitment, das ist bezeichnend und das ist was, was man nicht für selbstverständlich einfach halten sollte. Die Passion für das Spiel ist bei uns, denke ich, over the roof. Yeah. Tolles Thema heute, Ball Disruption. Okay? Ball Disruption ist alles, was damit zu tun hat, den Ball zu attackieren. Und jeder ist gerne mit dem Ergebnis zufrieden. Ich kriege eine Interception, kriege einen Fumble, so die gängigen Sachen. Und wir haben irgendwann mal versucht, das auch in der Teaching Progression irgendwie zu installieren. Vielleicht in den Tackling Circuit, vielleicht in den Indies. Ich habe gestern schon über verschiedene Finishes von Drills gesprochen, dass immer ein Element aus der Ball Disruption da noch mit drin ist, weil letztendlich ja, kann das dann nachher auch den Unterschied machen. Das Mindset grundsätzlich, you need to swarm. Also ich kann natürlich nur Takeaways kreieren, wenn die Spieler in der Nähe haben vom Ball, das heißt, Ball ist geworfen, alle breaken vom Ball, Ball ist unterwegs, so die klassische Pursuit, so wie es alle kennen. Das andere, der Mindset, warum ich immer nicht Turnover sage, sondern wir wollen den Ball von der Offense wegnehmen. Genauso die gleichen Prinzipien gelten auch für unsere Special Teams, das heißt, alles was wir hier ansprechen, gilt natürlich für die genauso. Nehmt den Ball vom Gegner einfach weg. Die Teaching Progression habe ich angesprochen. Ich finde es immer wichtig, dass man den Spielern auch ein Werkzeug mit an die Hand gibt. Wie soll ich denn in der Situation reagieren? Und ich habe auch viele schlechte Beispiele heute dabei, wo jeder denkt, ach, hätte ich das gemacht, hätte ich vielleicht das Spiel hier immens beeinflussen können. Dann kann ich das Ganze vor allem so in Season mit Low Impact, wir haben leider keine Spider-Pads trainieren, wo ich sagen kann, hier ist nochmal ein Technik-Fokus und kann das vielleicht verbinden dann mit was schematically. Und wenn ich die Progression dann mal drin habe, dann sind die Drills auch schnell verteilt und können dann auch schnell arbeiten. Das ist jetzt nicht klassisch gemeint, also sowohl eigentlich als auch Offense, Defense, Special Teams, aber natürlich auch In-Play, vor dem Snap, dann wenn der Ball ins Spiel gebracht wurde, eigentlich dann bis zum Echo von der Pfeife. Und dann das ultimative Ziel natürlich dann zu punkten in der entsprechenden Situation. Takeaways sind für mich immer absolute Gradmesser für Team Defense. Und bei jeder Interception sage ich, wenn unsere D-Line nicht den Druck machen würde, wäre es schwieriger, Interceptions zu bekommen.
Bei jedem Sack, sage ich, hätten wir nicht so gute Coverage. Ja, es ist schwierig, einen Sack zu bekommen. Und versuche so auch, sage ich mal, die Zusammenhänge zwischen den Positionen rüberzubringen, dass die Spieler verstehen, hey, we feed off of each other and the takeaway is our reward. Und wie ihr seht, ja, freut sich alle miteinander und das ist immer gut für uns. Wir reden viel über Energy und Takeaways, absoluter Sucker Punch, sage ich mal, für die Offense. Und für uns, wir müssen das in einer positiven Art einfach für uns nutzen, die Energie dann mit reinnehmen, um dann unser Spiel halt weiter zu beleben. Die verschiedenen Phases gliedere ich heute nach dem Quarterback, was können wir alles mit dem Quarterback machen, an den Ballträger und Ballträger aller Art, klassisch Running Back, Quarterback oder Receiver, nachdem sie den Ball gefangen haben, oder auch Returner, dann Ball in the Air, nach dem Pass und wenn man sich so Interceptions anguckt, die passieren, die zurückgetragen werden, gibt es für uns verschiedene Faktoren, die begünstigen, dass wir scoren. Und darüber werden wir dann nochmal sprechen. Und die Situation von einem Fumble. Jeder kennt es, Ball ist auf dem Boden, alle springen drauf. Will ich das immer? Schauen wir uns dann gleich an. Grundvoraussetzung für alles oder eigentlich Principle. Sollte eigentlich für Football komplett gelten. Eigentlich sollte das Spiel sofort aufhören, wenn einer am Boden ist. Übertrieben, ja. Aber Laurenti hat es gestern auch gesagt, für die ganz wichtig, stay off the ground. Für uns ist es positiv formuliert, stay on your feet. Weil wenn ich auf dem Boden bin, kann ich keine Plays machen. Und das hier war das letzte Play von Thomas Rauch, bevor er seine Karriere beendet hat. Er hat sich ganz kompliziert den Ellbogen hier gebrochen. Also der, mein Pointer geht jetzt gerade nicht, der am Boden liegt, der andere Spieler, schlechter Winkel beim Tackle, hängt sich hinten ran und schlägt ihm praktisch den Ellbogen von der Seite durch. Alle Bänder ab, mittlerweile kann er wieder alles machen, aber das ist natürlich ein Moment, den ich auch, also sowohl als Spieler selber nie und als Coach, also da ist für einen Moment alles egal. Und deshalb ist einfach der Grundsatz bei uns, stay on your feet, die meisten Verletzungen, Knieverletzungen, wenn einer rolled up irgendwo, wenn das passiert, sind auch immer schwerwiegende Verletzungen und deshalb nur stay on your feet. Auch im Training, dort ja, einfach nochmal mehr, weil man es einfach auch ein Stück weit besser beeinflussen kann, als dann letztendlich in dem Spiel. Auch hier beim Tackling, stay on your feet and keep your leverage. AJ hat es gestern als erstes angesprochen, wie wichtig der Leverage ist und ist auch beim Tackling enorm wichtig. Ja. Hier sind beide mit dem Helm aneinander gestoßen und beide dann mit Gehirnerschütterung raus, relativ am Anfang vom Spiel. Weil es ist viel schlimmer für die Spieler als dann letztendlich für den Spielverlauf, aber hätte man vermeiden können. Durch keep your leverage and stay on your feet. Okay, erste Station wäre der Quarterback. So ist uns der Quarterback eigentlich am liebsten. In der Luft. Und der Ball fliegt irgendwo in der Gegend rum. Wir unterscheiden grundsätzlich, wie wir den Quarterback approachen. Mein Deutsch ist heute. Entweder wir schaffen es zu ihm, aber in den meisten Fällen schaffe ich es vielleicht auch gar nicht zu ihm und ich sag mal groß geworden durch JJ Watt, wobei das viele andere natürlich vorher auch schon gemacht haben. Die Offense hat dann mit Tennisschläger versucht hier die High Hands zu simulieren und so weiter. Das erste, was wir machen wollen, wenn wir vor dem Quarterback sind und wir sehen, Ball ist geworfen, ist to match hands. Okay? Und alles, was das eigentlich bedeutet,
oder was ich dazu brauche, ist, ich stay visual on the quarterback. Okay? Ich muss sehen, was ist der Quarterback, Block Recognition, haben wir gestern schon drüber gesprochen. Ich muss auch ein Pass-Set erkennen vielleicht, wenn es ein Quick-Set ist, dann ist meine Chance relativ gering, dass ich zum Quarterback komme in der richtigen Zeit und muss dann einfach bereit sein, sag ich mal, Ball geworfen, Match Hands. Und dürfte ich dich gerade mal bitten, sag mal deinen Namen nochmal, ich weiß, dass du es gestern schon gesagt hast. Fred, Mensch. Okay, High Five the Quarterback. Wenn der Fred der Quarterback ist und wirft den Ball, egal wohin, also nicht werfen, jetzt schön. Und ich versuche jetzt meine Handfläche auf seine Handfläche zu bekommen. High Five the Quarterback. Okay, wenn ich direkt davor stehe, kann ich das mit der Hand machen. Wenn ich auf der Seite stehe, will ich trotzdem immer noch seine Handfläche treffen und komme dann automatisch auch in den Winkel, ja, wo die eigentliche Wurflinie ist. Weil der Quarterback released den Ball mit dem Zeigefinger und dann bin ich so genau hier drin. Danke, Fred. Okay. Und wir versuchen das immer mit unserer Opposite Hand zu machen. Ich habe meine hintere Hand, kann den O-Liner kontrollieren, so wie ihr es hier teilweise auch seht. Und versucht dann einfach over the top zu bänden und habt dann da noch eine Chance, einen Battle Ball zu bekommen. Das eine ist, wir teachen jetzt nicht, dass sie den Ball runterschlagen oder dass sie ihn extra hochschlagen zum Gegenspieler, sondern das ist schon mal, sage ich, eine gute Reaktion zu sehen und auch zu testen, sind eure D-Linemen visual on the quarterback in practice zum Beispiel, sehen sie, wie sich, was sich entwickelt. Und eigentlich ein relativ gutes Mittel. Jetzt bin ich hier kurz am Schwimmen, weil die Technik heute Morgen, beziehungsweise sonntags, das WLAN hier aus ist. Okay, ihr habt jetzt David Bader in der Mitte. Entschuldigung. Okay, hier der rechte End, Alex Kress, eigentlich unser Nose, clean off the edge. Das wäre jetzt hier in der Zone-Read-Situation, wenn der End gelesen wird und wir sehen, es ist kein Handoff, wir gehen zu Quarterback und habe dann immer noch die Möglichkeit, ich schaffe kein Quarterback-Sack, aber ich schaffe es immer noch, den Ball dann runterzuschlagen und incomplete ist für uns immer gut. Ein Beispiel habe ich noch. Hier ist jetzt ein Beispiel noch mit dem Brian McKitty. Unser Nickel hier in dem Spiel und deshalb es ist es auch, sag ich mal, eine Technik für alles, was in der Box spielt. Jeden, den ihr edit, kann letztendlich in die Situation kommen. Punchplayer von den Linebackers und deshalb versuchen wir das auch mit so vielen Spielern wie möglich oder so angepasst wie möglich dann zu machen, dass die Leute einfach auch, wenn sie in die Situation kommen, dann das auch abrufen können. Also, nachdem wir jetzt zum Quarterback gekommen sind und das Bild war eigentlich der Auslöser dafür, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen mehr im Bereich Ball Disruption machen. Weil Nico Knoblauch hier, der hat zwar den Tackle gemacht, aber wäre das jetzt nicht möglich gewesen, einfach nur mit einem Arm den Arm runterzuschlagen. Wir sagen immer Break the Arm, aber man muss ja natürlich anatomisch nicht machen, aber muss natürlich schon. Wichtig ist uns, dass die Bewegung immer top-down auf dem Quarterback ist. Weil letztendlich ist das Resultat oft dasselbe, wenn ich den Ellbogen treffe oder den Unterarm treffe, ein Stück vom Ball treffe, die Hand. Es ist ganz egal, vor allem wenn der Quarterback das Ding in einer Hand hält, der Ball geht runter auf den Boden und wir bekommen eine Chance, den Ball der Offense wegzunehmen.
Und ein toller Teaching Point habe ich aus einer anderen Klinik noch. Der Arm Over oder dieser Tomahawk Movement bringt auch automatisch immer die Hüfte rum. Das heißt, wenn ich sowieso irgendwo als Edge Rusher um die Ecke arbeite und ich versuche, rip vielleicht hier um den Blocker, komme dann mit dem Arm Over, bringe ich automatisch dann meine Hüfte auch um die Ecke und das denke ich dann auch ein ganz gutes, eine ganz gute Hilfe für die Jungs. Sack the ball. Also irgendwann war es nicht mehr gut genug, dass wir gesagt haben, 46 Sacks, das reicht nicht. Aber eigentlich, die Zahl der Sacks ist okay, aber die Zahl der Force Fumbles ist nicht okay. Weil so viele Sacks, wie wir machen, müssen wir eigentlich viel mehr Fumble Force haben, Fumble Recovery. Und wir hatten dieses Jahr zwar mehr Fumbles Forced, aber waren zu ungeschickt, die dann zu recover. So. Okay, jetzt hier von euch aus gesehen rechts, David Bada, gutes Movement, sieht, dass der Quarterback absteppt und so weiter, das ist alles okay. Auch hier denke ich, wäre es auf jeden Fall möglich gewesen, mit irgendeiner Bewegung top-down auf den Quarterback zu arbeiten. Ball ist wo? In einer Hand. Das heißt, wenn er einfach nur reinkommt, jetzt ein Tomahawk drauf, haben wir hier eine gute Möglichkeit, den Ball rauszubekommen. David nochmal, ja, wo ist der Ball? Eine Hand, ja, ich muss da noch nicht einen Quarterback zerstören oder mir über Gedanken machen über einen großen Hit. Das erste, was ich mir Gedanken darüber machen soll, ist sack the ball. Ich sehe den Arm. Ich arbeite over top, selbst wenn ich den Arm nicht sehe, wenn ich nur eine Hand irgendwo an die Stelle der Wurfhand bekomme, lässt er das Ding vielleicht fallen und wir haben eine Chance. Hier auf jeden Fall, sack the ball. Er hat zwar einen super Sack, aber du hättest ja vielleicht auch das so machen können. Auch hier der Tobi, unser Outside Linebacker hier von der anderen Seite. Ball ist da, Ball ist weg vom Körper. Aber wahrscheinlich zu viel geleveraged tackled oder fehlt uns vielleicht auch auf, bei manchen fehlt einfach auch die Violence. Ja, also durch nichts zu ersetzen ist einfach die Violence, die manche Spieler mitbringen. Und den brauche ich dann auch nichts mehr sagen von Gary Physical. Der Ball hier auch wieder raus. Und auch hier hat es schon gereicht, dadurch, dass Simon Butch eigentlich an der anderen Seite hing, dass der Ball rauskam. Jetzt kommen ein paar Beispiele, wo wir dann aktiv werden, das auch richtig machen. Aber ihr seht schon, es waren jetzt 5 Clips, alle aus einer Saison. Und es hätte Zentimeter gebraucht, ja, um da nochmal eine extra Possession für die Offense zu kriegen und vielleicht uns auch irgendwo in eine Position zu bringen, wo wir selber punkten können als Defense. Hier jetzt, ja, das sieht man jetzt schlecht in der Ring. Zu klicken für die Jungs, das ist eigentlich, wie wichtig es ist. Ja. Wir sind in Position, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir den Sack auch machen. Ich sehe den Ball, Cedric Townsend hier,
nimmt den Ball dann auch weg vom Verteidiger. Nico Knoblauch setzt nochmal nach und trifft eigentlich auch nur den Ellbogen. Und es reicht dann eben aus, um das Ding loszukriegen. Aber wir haben es wieder nicht recovered. Und ich habe gesagt, wenn es geht, wollen wir den Ball noch advancen oder natürlich scoren. Und ich meine, solche Sachen passieren halt nur, wenn ich dann den Wurfarm tatsächlich attackiere. Ja, dass ich vielleicht dann entweder die Wurflinie vom Ball verändere. Gut, kam jetzt hier halt noch ein bisschen Glück dazu, dass der Ball vom O-Lineman direkt zu unserem Nose in die Hände springt. Aber er hatte dann auch seinen Moment, ja, oder ist auch dann ein gutes Teaching-Tool für euch, zu sagen, hey, it happens. Gell? Wenn man das noch nicht als unmöglich, sag ich mal, da draußen lassen. Hier seht ihr jetzt bei Devin die klassische Situation. Ich bin eigentlich hinter dem Quarterback oder Quarterback stepped up, schaut immer noch downfield. Und hier wirklich chop the arm. Wir haben ihn recovered. Ne? Okay. So, sack the ball. Das nächste Ball Carrier. Ich habe schon angesprochen, was ich nicht ersetzen kann und was ich wahrscheinlich auch in der Form nicht trainieren kann, ist die Physicality, die manche Spieler einfach mit sich bringen. Ich zeige euch nachher einen Clip von Danny Emanuel. Und irgendwie muss ich da an Gorilla Fights denken, weil das ist die Nummer 32 hier auch auf dem Bild. Wenn ja, der aus dem vollen Lauf den Ballträger mitnimmt, dann ja, der kann schon Energie entfalten. Dann unterscheiden wir zum einen, wie treffe ich den Ball Carrier. Das heißt, hier seht ihr das klassische Bild, er versucht extra Yards zu kriegen oder ich bin irgendwo in einer Compression-Situation. Ich bin der zweite Mann, der dazukommt. Oder ich habe verschiedene Entry Points von zum Ballträger hin. Und das erste wäre, wenn der Ball auf unserer Seite ist. Okay? Darf ich nochmal einen Ballträger nach vorne bitten? Ja, danke! Ich versuche es mal hier in der Mitte, dass das alle einigermaßen sehen. Wenn du den Ball in einer Hand trägst, reden wir immer von Punch and Clamp. Okay? Das heißt, sobald du siehst die Endzone schon vor dir und du merkst, dass ich da bin, was würdest du dann wahrscheinlich machen? Zur Sideline raus, aber du willst scoren, okay? Also, beide Hände auf den Ball, ich merke, jetzt wird es eng, du wirst beide Hände an den Ball bringen. Deshalb versuchen wir nicht zu clampen und punchen, sondern wir haben vielleicht eine Chance, den Ball rauszuschlagen, okay? Und das ist die Chance, die wir dann auch nutzen wollen. Okay? Ich sehe den Ball, ich laufe von hinten und ihr seht jetzt hier bei Raheem Wilson, der schlägt von oben, Niklas Merck versucht ihn direkt rauszurufen, beziehungsweise schlägt von unten. Das ist halt, welche Chance auch immer ich kriege. Und wir drillen das halt so, dass wir es von hinten machen, weil das das Extremste ist. Wenn ich von der Seite komme, er mich vielleicht nicht auf dem Zettel hat, weil er auch horizontal übers Feld läuft, habe ich ja das Gleiche. Ich kann hier von oben auf den Ball, kann unten auf den Ball. Wichtig ist, dass ich halt die eine Chance, die ich habe, direkt nutze, weil wenn er merkt, jetzt wird es eng und er double clamped den Ball oder er protected den Ball komplett, dann ist es natürlich schwierig, das Ding rauszukriegen. Das heißt, Ball ist bei mir, ich versuche zu punchen, unten oder oben und gehe dann over the top, um den Tackle zu sichern. Das wäre der Punching Clamp. Bleibt noch kurz hier. Dann seht ihr hier die Situation,
wo entweder geclamped ist oder wo wir mit einem Double Clamp arbeiten. Double Clamp wäre eigentlich nichts anderes. Der Ball ist jetzt weg von mir, ich habe keine Chance zum Ball zu kommen. Und wenn ich den Ball nicht sehe, dann Double Clampen wir einfach. Das heißt, ich will von hinten über beide Oberarme drüber und gucken, wo der Ball ist. Meine Hand schlägt hier rein und wenn ich hier die Nasenspitze vom Ball sehe, dann lawnmower ich das Ding raus. Also wie beim Rasenmäher, für die, die es noch kennen, ja, hier das Ding einfach rausreißen. Okay? Und mit der anderen Hand kann ich den Tackle dann noch dementsprechend machen. Danke. Und kann so dann den Tackle sichern und so wäre das Setup dann für hier. Auch hier unzählige Drill-Möglichkeiten, wie wir das dann verbinden können. Wir können das mit einem Compression Tackle Drill kombinieren oder das sind die Ideen oder die Möglichkeiten grenzenlos. Hier seht ihr jetzt auch nochmal so ein Instagram-Feature von Nico Knobler auch auf der linken Seite, wie er so eine Fotostrecke von seinem Lawnmower Double Clamp hier das zustande kommt. Links oben fängt er an. Ihr seht, er hat die Hand richtig auf der Ballspitze drauf. Durch den Tackle und sein Momentum dreht er sich dann sowieso nochmal und selbst der Receiver merkt dann auch, oh, es wird eng. Aber er hat dann einfach, er hat das Ding dann wirklich aus der Hand rausgezogen und der Clip kommt dann auch noch. Hier bei Raheem Wilson auf der Seite, letztendlich war es kein Fumble, die Refs haben vorher abgepfiffen, aber ich sage immer, hey, das sind die extra two, was AJ gestern angesprochen hat, ja? The echo of the whistle. Ja, ich spiele nicht so lange, bis ich denke, jetzt wird gleich gepfiffen, dann höre ich auf, sondern wirklich dann bis zum Ende und vielleicht in einer Situation kommt die Pfeife halt dann doch zum richtigen Zeitpunkt und das Ding ist draußen. Und es geht auch darum, einfach in die Spieler das reinzukriegen, dass sie ja nichts anderes denken, ich hole mir den Ball, ich hole mir den Ball, ich hole mir den Ball. Double clamp, one more down. Hier jetzt deshalb auch alle Positionen eingebunden, wie auch immer, im Pile oder in the compression, gleiches Ding. Tackle ist gesichert, der zweite, der kommt, versucht irgendwo eine Hand reinzukriegen. Ja, und das kann eine Weile gehen, jeder hat es schon erlebt. Man fragt sich, warum pfeifen eigentlich die Refs nicht ab? Das sind die Chancen dann für uns. Manchmal, da wäre ich froh, wenn sie die Leute dann, oder die Spieler kommen zu mir raus und sagen, wir müssen den länger stehen lassen, ich hatte den Ball schon fast draußen. Ja? Und das ist ja natürlich dann auch okay, aber ich will natürlich dann auch keine zusätzliche Yards zu lassen. Deshalb ist es natürlich auch wichtig, zuerst zu tacklen, alles sauber zu fitten und dann wirklich halt versuchen, dann dementsprechend zu arbeiten. Die Frage ist, wenn ich von hinten an den Ball, also wenn der Spieler von hinten an den Ballträger kommt, ob er immer den Handschuhen zu Champ machen soll oder ob er das nur macht, wenn sowieso in die Jahrzehnte ausgescored wird und die ähnliche Position dann auswechseln. Also die Unterscheidung würde ich keinem unserer Spieler zumuten wollen. Das heißt, ich hoffe, dass wir das so trainieren mit den Jungs, dass wenn die sehen, die Situation aus dem Training im Spiel wiedererkennen, dass sie genau das machen. Das heißt, aus irgendeinem Grund sind sie in die Trail Position gekommen oder sind im Pursuit. Ballträger läuft die Sideline hoch. Ball ist auf meiner Seite. Punch and clamp. Und dazu muss ich natürlich laufen. Ich verstehe schon die Problematik, die du ansprichst. Ja, vielleicht würde ich es schaffen, vielleicht ihn out of bounds zu kriegen, sicherer und vielleicht 5 Yards weiter vorne. Aber ich zeige gleich noch ein paar Beispiele, wo wir sagen, okay, das hat uns gerettet. Ja. Aber letztendlich, das sind jetzt Techniken in der
sag ich mal, in einem klinisch fast schon sterilen Szenario, wo ich sag, oder wenn ihr das im Training, im Drill macht und so, dann ist es natürlich eine gewisse Übungskünstlichkeit. Ja. Und ich versuche natürlich nur schon mal ein paar Synapsen zu legen, wo ich sage, wenn der Spieler das in diese Split Second einfach erkennt im Spiel, ah, das ist die Situation, ich sehe den Ball, wahrscheinlich denkt er gar nicht darüber nach, sondern er macht es einfach. Und deshalb das so bewusst abzurufen, denke ich, ist auch relativ schwierig. Und die meisten werden dann einfach auch ein Stück weit mit ihrer Intuition dann auch gehen. Hier ist das Beispiel, was ich jetzt gesagt habe. Habe ich deine Frage beantwortet? Entschuldigung. Die 32, Danny Manuel. Ja. Gets the job done. Auch hier der Hit von Cody Pastorino. Ja, und müsste das jetzt nicht eigentlich the ground cannot force a fumble sein? Ja, willkommen in Deutschland. Okay, Screen, Rally, da seht ihr dann schon wieder auch die Möglichkeit, das aus dem Compression Fit zu machen oder aus euren Track and Gather Drills oder was ihr auch immer fürs Tackling dann macht. Der zweite kommt dazu. Block Destruction haben wir auch wieder dabei. Ja, hier ist der Ball dann raus. Und wir haben ihn recovered. Und natürlich, ihr seht auch, wie viele grüne Jerseys hier zum Bild sind. Und das ist das, was ich, der erste Punkt, was ich gesagt habe. Wenn hier kein zweites, drittes grünes Jersey kommt, dann steht der Receiver halt wieder auf und recovert es selber. Und deshalb müssen da alle zum Ball. Und deshalb ist es auch hier so wichtig für uns. Run to the ball. Okay, ich habe es gerade schon angesprochen. Hier, undercutten die Route. Müsste eigentlich was sein. Genau, Interception. Wir schaffen es, den Ball noch zu dem anderen DB zu pitchen, weil wir sagen, okay, das ist der schnellere Returner für die Interception Return. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Punkt ist höher. Nein, es war ein Spaß. Aber Fabian Weigel von den Scorpions kriegt dann den Ball und läuft davon. Run to the ball und jetzt seht ihr hier Ball auf der nahen Seite. Ich sag mal, bei Raheem ist es wahrscheinlich egal, weil der hätte vorher noch zweimal um ihn rumlaufen können mit seiner Geschwindigkeit. Ja. Und ich muss natürlich die Geschwindigkeit auch haben, sag ich mal, dass ich überhaupt mich in die Position bringe. Aber ihr seht jetzt hier den Punch und zweite Jersey in der Nähe kann es recovern. Merkt euch noch die Szene jetzt am Schluss. Wie wir den Fumble recovern, das wird dann nachher nochmal ein Topic. Auch eher, sag ich mal, vielleicht im ersten Moment ein Interception Clip, aber Ball ist da. Und eigentlich ist es nichts anderes. Ja? Receiver fängt, der Ball ist jetzt halt hier. Ja, und bin eigentlich hier dann auch schon wieder in der Lawnmower-Geschichte. Take it away. Einfach die Awareness, dass ich den Ball hier habe. Und Niklas Merck pflückt das Ding raus. Und kann es dann dementsprechend advancen. Das ist die Instagram-Collage hier mit Nico Knoblauch. Er hat zuerst seinen Block geschlagen. Double Clamp. Alles raus. Und ab geht der Devin. Und ab geht der Coach Brenner, weil man verdammt ist.
Strafe gegen die Sideline bekommen. Also, der Get Back Coach war ja auch in den sozialen Medien auch bei uns ein Thema, weil das ist natürlich dann ärgerlich, sag ich mal, wenn man den Spielern das auch so einen Moment dann auch kaputt macht, weil nichts anderes ist es eigentlich. Ja. Einfach weil wir undiszipliniert an der Sideline sind und wir sind da besser geworden, aber gibt es auch noch Luft nach oben. Ball in the air, okay. Ich denke, Highest Point ist allen ein Begriff. Allerdings muss ich mich auch erstmal in die Position bringen, wo ich Highest Point gehen kann. Das heißt, ich muss, wenn ich in Phase bin, das zum einen timen und dann versuchen auch wirklich vertikal Höhe zu gewinnen. Und das ist ja einfach auch was man, das muss man nicht 20 Minuten trainieren, aber wenn man das immer wieder stresst, sag ich mal, in euren Ballrolls, ich muss das ja auch nicht immer mit einem Gegenspieler machen. Dass man einfach das versucht, in die Köpfe reinzukriegen, hey, attack the ball, if it's in the air, it's ours. Okay? So, Highest Point. Und ich habe noch ein paar Beispiele dann dazu, aber ich möchte gleich weitergehen dann mit der Interception, dass ich noch einigermaßen durchkomme. Die Grundvoraussetzung ist Take it away, das heißt Ball in der Luft. Wir gehen und attackieren den Ball in der Luft. Jeder Offense-Spieler, Offense-Coach soll die Luft anhalten, wenn er im Pass kommt und denkt, ah, so versuchen wir das in die Köpfe reinzukriegen, okay? Die sollen ruhig den ganzen Tag laufen, weil sie Angst davor haben, den Ball gegen uns zu werfen. Und das heißt, wenn der Ball in der Luft ist, dann break on ball thrown. Das ist ganz arg wichtig, weil letztendlich, ich weiß nie, was am Ende vom Spielzug passiert. Vielleicht wird der Ball getippt, vielleicht rutscht er dem Receiver durch, vielleicht was auch immer da passieren kann. Und ich kann diese Chance nur nutzen durch Hustle, durch Effort, break on ball thrown. Und jeder will am Schluss vom Videoclip ein Bild sein, sag ich mal, ehrlich übersetzen. Dann das Wichtigste, oder das heißt das Wichtigste, secure it ist ganz arg wichtig. Okay, wir hatten eine Situation letztes Jahr, wo wir dann eine Interception gehabt haben und der Safety dann angefangen hat, den Ball in die andere Hand zu nehmen, so wie er es halt irgendwann mal gelernt hat. Ja. Und dabei hat er halt den Ball verloren und das ist natürlich dann auch ganz, ganz arg ärgerlich. Sobald wir den Ball gesichert haben, geht es für uns in Richtung Sideline. Warum? Dort sind weniger Offense-Spieler und alle anderen wissen, wo der Ball hingeht. Also wir versuchen immer zur nahen Sideline zu gehen. Klar gibt es irgendwo eine Gray Area, wenn ich in der Mitte bin oder sage ich mal das Momentum vom Spieler ihn halt dann ja, eine Seite favorisiert, aber es wissen alle anderen 10, es geht in Richtung Sideline und das wird dann noch ganz wichtig in der Folge. Und wenn man es so anschaut, wer die Tackles macht beim Interception Return, sind es eigentlich zwei Hauptleute. Einer, der sein Quarterback mag, nämlich der Intended Receiver. Der hustelt der Interception hinterher und versucht den Typ zu tacklen. Oder der Quarterback selber. Ja. Und die zwei, das sind die, die wir auf jeden Fall blocken. Okay, weil die haben das größte Interesse daran, den Interception Return nicht in die Endzone zu lassen. Also block the Intended Receiver. Wer auch immer das ist, ja, also der Nächste, der zum Interception Point kommt, der kümmert sich um den Intended Receiver. Dann secure the box. Alles, was D-Line, Inside Backers, die sind primär für die Box zuständig. Das heißt, All-Linemen, Running Back, Quarterback gehören zu ihrer Zielgruppe. Und der Rest bildet den Konvoi an der Seitenlinie. Und
Ja, ich habe, glaube ich, auch ein Beispiel hier drauf. Interception, Return, Touchdown. Flagge auf dem Boden. Geht auf Video zurück. Oder hast du schon selber gesehen? 30 Yards auf der anderen Seite. Hinter dem Ball. Block in the back. Und ja, ich war als Spieler wahrscheinlich selber nicht besser. Deshalb habe ich da eine gewisse, verstehe ich das teilweise, aber ich kann es natürlich so jetzt nicht akzeptieren. Und Conboy, das Sideline, verhindert das ein Stück weit. Ja. Wenn ich weiß, ich gebe ihnen die Möglichkeit, wie beim Sideline Return, die Sideline zu schützen, und ich räume einfach alles aus dem Weg, was entsprechend zur Sideline gehen möchte. Dadurch kann ich ein Stück weit die Aimpoints und den Leverage dann verändern. Wir wollen zum Beispiel auch nie zurückblocken, sondern alles, was hinter der Interception ist, gehen wir davon aus, schafft es nicht mehr, den Ballträger dann einzuholen. Das heißt, wir wollen eigentlich immer nur nach vorne blocken. Und dann Scorn, auch hier. Wir haben das Teaching Tuesday und habe da ein Slide reingemacht, wo ich sage, hey, ich kann natürlich scoren und ich kann den Ball dem Ref vor die Füße schmeißen und sagen, du hast davon jetzt aber kein Bild gemacht. Discount Double Check hier. Oder ich kann natürlich sagen, hey, ich gebe dem Ref den Ball, der zeigt einen Touchdown. Und dann gehe ich mit meinen Jungs feiern und ist ja auch okay. Ich habe gesagt am Anfang, die Takeaways, absoluter Energy Booster. Okay? Boostern tun sie sowieso alle, aber das ist dann, sage ich mal, für die einfach nochmal extra. Und das ist natürlich auch ein spezieller Moment, aber auch in dem Moment vom Erfolg ist es mir als Coach auch wichtig, dass sie sich so verhalten, wie es sich gehört. Ja. Und da nicht sich dann dementsprechend aufspielen. Sondern auch hier ist es wieder ein Team-Effort und deshalb sage ich immer, gebt den Ball ab und dann könnt ihr zusammen feiern und das ist immer dann ein gutes Bild und könnt es als Belohnung für ihre harte Arbeit dann auch sehen. Und ich bin. Genau, und die Fotografen haben dann mehr Zeit, ihre Bilder zu schießen. Das ist natürlich auch richtig. Müssen wir aufstehen und uns auschecken, oder? Ich huste nochmal ins Mikro nachher. Okay, welches verdammte Problem haben wir hier? Container, okay? Wenn man mal zurückguckt, die Big Plays, die wir abgeben, sind alles gebrochenes Container. Wenn ich dem Quarterback Zeit gebe, hinten parallel zu laufen, Zeit zu kaufen, jede Coverage ist irgendwann zu Ende. Ja? Also, deshalb, wir brauchen Pressure, müssen den Quarterback in der Box halten, dass wir den Pressure kann er nicht sehen können. Ich habe gestern über die Rush Lane Discipline und so weiter gesprochen. Und das ist ganz wichtig, wenn wir das Contain brechen, dann ist es schlecht. Hier Christian Köppe aus der Tiefe. Receiver macht sich bereit für Toe-Tap. Wir gehen hoch, holen uns das Ding. Direkt vor der eigenen Sideline. Stadion, Nuts, alle Nuts, Ball weggeworfen, Brenner tritt durch. Aber war trotzdem gut. Und ja, es sind Kleinigkeiten, aber wenn wir es schaffen, dass die Spieler selber sagen, ah, hätte ich doch den Ball am Highest Point attackiert, ja, oder ich habe zwar die Interception gefangen, aber ich war nicht am Highest Point, dann ist es ziemlich gut. Also wo ich sage, da müssen wir eigentlich hin, dass die Spieler selber verstehen, was es für eine das Spiel eigentlich einfach ist. Ja. Ich muss wissen, welche Faktoren begünstigen
meine Performance. Und so ein Gary Jaeger gerade noch zeigen. Hier up top. Und sagen wir, ihr könnt es ja mit jedem Scheme, egal was ihr macht, könnt ihr ja verknüpfen. Danke. Der wollte nicht, aber man kann es so anbieten. Ja, man kann es so anbieten. Cody Pastorino. Okay, highest point. Got it. Okay, das wird eine Interception, sehe ich schon. Ball gefangen, Sideline. Okay. Wer macht den Tackle? Quarterback. Hätte David Wenden blocken können? Okay, Interception wird hier oben passieren. Security ist da nicht so gefragt, dass ich oder? Danke. Ryan Wilson, jedes Mal, wenn er scored, sage ich, hey, good job. Gib der Ball tackeln. Ja, und ja. Jetzt in der CFL. Ich hoffe, vielleicht erinnert es sich daran mal noch. Okay, auch hier seht ihr jetzt nochmal den Punkt mit der Sideline. Ja. Eigentlich haben wir alle Blocks, die wir brauchen, um zu scoren, aber teilweise dann auch schwierig. Also eigentlich perfekter Block auf dem Quarterback. Eigentlich hätte Raheem nur die Sideline weiter runterlaufen müssen und wären 6 gewesen. Aber ihr seht, wenn ich das nicht, klar werdet ihr das keine 3 Stunden dann machen, aber sag ich mal, die Spieler entwickeln auch ein gewisses Gefühl dafür, zu wissen, okay, ich brauche den Outside Leverage, damit ich die Sideline frei bekomme. Oder ihr habt auch ein paar Sekunden vorher gesehen, wenn der Spieler schon außerhalb der Sideline ist, dann schiebe ich ihn halt nach außen. Da muss ich einfach, da haben wir die Zeit nicht dazu, würde ich sagen, zu sagen, okay, ich bringe euch jetzt noch dann das Blocken bei. Ich muss natürlich beide Hände auf dem, vorne auf den Nummern haben. Und muss sie dann einfach irgendwo Football spielen lassen. Ja? Also, Interception ist hier. Secure it. Da war es besser, oder? Besser Ball Security. Aber auch hier hat die Box dann wieder den Tackle gemacht. Und das ist ganz wichtig dann auch, auf unsere, was unsere D-Linemen dann machen bei der Interception. Und ihr seht, wenn wir in einem Modus sind, wo wir sagen, Break on Ball Thrown, das heißt auch die D-Line, die sehen Visual on the Quarterback, was thrown, turn and run. Und dann sind die schon mal unterwegs in Richtung Ball, weil für die Situation muss ich dann natürlich nicht nochmal neu beschleunigen und sagen, oh, Interception. Und dann ist der Zug an mir schon vorübergefahren. Ja. Aber ihr seht jetzt hier, Sandy Wagner kriegt die Kurve noch. Das wäre jetzt das Negativbeispiel, was ich vorhin angesprochen habe. Und es ist so ärgerlich. Ja, und und
wenn wir die Flagge kriegen und der Spieler sagt, hey, ich war davor, ich war noch das, dann ich sage, don't be in a gray area. Okay? Wenn ich einfach nur vor dem Mann bin oder ihn wirklich von vorne sehe, das muss ja kein Killshot sein. Ja, Defensive Player muss kein Killshot sein, wo ich sage, okay, ich bringe vielleicht auch den in Gefahr, der muss am Montag auch wieder arbeiten gehen. Aber ich kann natürlich auch, wenn es dann so borderline ist, dann sagen, und das seht ihr auch in allen Levels, wo ich, wir sagen immer Long Arm Through, das heißt, ich versuche halt meinen Arm noch so irgendwie an ihm vorbeizukriegen und dann so ein Basketball Shield zu machen. Ja? Und wer das dann noch ausgestalten will mit, hey, aber eigentlich ist es ja immer verdächtig, wenn jemand so macht, hat er es recht in den Rücken geblockt oder gehalten. Interceptions here in the middle of the field. Who's the quarterback? Fängt immer vorne am Ball an. Also hier auch wieder ein gutes Beispiel. Pressure. Ja, Quarterback wirft im, eigentlich schon im Rückwärtsfallen. Der Running Back sackt ihn für uns. Und ja, hat vielleicht dadurch einen DB nicht gesehen, hat die Rotation oder was auch immer nicht gesehen. Oder hat halt einfach eine suboptimale Location mit dem Ball. Und gibt uns eine Chance. Ja, und das ist immer das, was ich vorhin schon gesagt habe. Die D-Line ist mitverantwortlich für die Interceptions und vice versa mit den Sacks. Okay? Wir können nur Sacks machen, wenn wir gute Coverage haben. Seht jetzt auch hier, Middle of the Field, irgendwann müssen wir uns halt entscheiden, welche Sideline wir nehmen. Und dann seht ihr aber hier relativ gut, wie wir um Leverage kämpfen. Okay? Devin war hier zuerst dran. Und hält ihn praktisch so lange auf, bis der Ball ihn passiert hat. Also wir wollen dann auch keine Blocks hinter dem Ball machen. Da hat er Cody ganz schön Credit gegeben, weil das war dann hier nochmal kurz knapp. Aber er blockt dafür den Quarterback dieses Mal. Und ja. Und haben kurz 80 Yards gemacht. Ja. Und in manchen Spielen wäre unsere Offense froh, also ja, wären eine Offense froh, in 80 Yards zu machen, weil dafür müssen wir ganz schön arbeiten. Und wenn wir das mit einem Interception Return hinkriegen, natürlich umso besser. Hier nochmal von den Blocks. Ja, dass die 69 jetzt mal hier noch einholt, muss der Spieler halt dann beurteilen. Hier hat es gereicht. Auch hier ist es kein Killer-Block, aber ich arbeite so viel in den Mann rein, dass ich ihm zumindest noch die Möglichkeit gebe, dann die Sideline hochzugehen. Ja, okay. Und damit möchte ich aufhören. Das war eins der Bilder, die ich eingangs gezeigt habe. Ihr seht, wie sich die Spieler auch miteinander freuen. Alle drehen durch, Energy ist hoch und das kann natürlich die mentale Ebene im Football ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Und alles, was uns Energie gibt, wo wir Energie von uns selber nehmen können, halte ich für ganz enorm wichtig. Und Takeaways sind da ein wichtiges Element davon. Ich bin nicht ganz durchgekommen mit die Fumble, können wir danach nochmal ansprechen. Ansonsten, wenn irgendwas ist, könnt ihr mich gerne jederzeit kontaktieren. Und schreiben, anrufen, Termin machen, alles gut. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß noch und alles Gute für eure Saison.